Hallo Leute, da bin ich wieder. Diesmal aus Potsdam. Hinter mir könnt ihr sehen, Potsdam Bahnhof. Ich versuche heute wieder ein paar Aufnahmen hier zu machen. Und ich kann auch euch jetzt schon sagen, ich durfte auch mit der Fiona, das ist eine Busfahrerin hier in Potsdam, mitfahren. Wie gesagt, seid gespannt. Alles nach dem Intro, was ich so erlebt habe hier in Potsdam. So Leute, die Kollegin, die hat mich beauftragt, mal ihren Bus so ein bisschen zu begutachten, wie der ist. Und natürlich auch für euch. Ne? Solaris war ich ja noch nie drin, das wisst ihr ja. Und ihr wolltet ja immer so ein Solaris mal sehen. Das ist ein normaler, das war ein 12er, ne? Urbino 12, oder? 15. 15 sogar, das ist ein, sogar mit Überlänge. Es gibt den ja in 12, 15 und 18. 18 ist ja der mit Gelenk, aber das ist jetzt ein 15, der kommt mir auch schon so lang vor. Deswegen hat er hier auch drei Türen. Ja, so sieht das hier aus. Hier fühlt man sich so ein bisschen eingeengt, da passen wohl maximal zwei Leute rein. Aber der Motor, der ist auch direkt hier hinter, kann man auch alles so schön hören. So sieht das aus. Wir sind jetzt an so einem Bahnübergang. Vor uns stehen auch noch zwei andere Busse. Ja, aber so macht er eigentlich einen recht guten Eindruck, aber auch ziemlich lang. Ne? Aber nur eine Achse, so wie es aussieht. Ja, wirklich toll. Hier das ganz normal hier für Rollstuhl und Kinderwagen mit Rampe, wie ihr sehen könnt. Ja, mal gucken, was wir hier noch alles erleben. Danke Fiona, dass ich das mal so ein bisschen vorstellen konnte. Wir fahren ja gleich noch mal, da kannst du uns noch so ein bisschen was dazu sagen. Genau. Fiona, wie ist da gerade was aufgefallen? Das Teil da, was ist das? Das ist im Endeffekt ein Kühlschrank, damit wir Fahrer quasi einfach mal ein paar Sachen reinlegen können, wie Getränke oder vielleicht auch mal irgendwelche Snacks für die Pause. Das ist aber cool. Hat das jeder Bus? Ja, unsere Busse, die haben das alle. Also jeder hat einen Kühlschrank. Und die einen kühlen ein bisschen mehr, die anderen kühlen ein bisschen weniger, aber das haben wir alle. Das ist richtig gut. Noch stehen wir. Ich gucke da mal eben rein. Wie geht da drauf? Einfach drauf drücken. Genau. Leute, ist das mal was Feines, oder? Das nenne ich mal Kompliment an die Firma. Wir fahren jetzt mal zum Bahnhof Werder an der Havel oder Havel oder so ähnlich heißt das hier. Das ist ein kleiner Bahnhof und von hier aus fahren wir dann weiter nach Potsdam, wo ich euch dann natürlich auch alles vorstellen werde, was da so alles an Bussen und an Zügen und so gibt. So Leute, um mich nochmal zu vergewissern, ich habe ja gerade gesagt einachsig, aber schaut mal, 15 Meter natürlich mit einer Achse geht nicht. Der hat die Doppelachse natürlich auch hinten lenkbar, konnte ich jetzt von da drin gar nicht sehen und beim Einstieg habe ich das auch nicht gesehen. Aber so sieht der Teil mal von außen aus. Ich glaube, ich sehe den auch zum ersten Mal, so einen doppelachsigen Solaris. Ja. Hier so schön, der fährt gleich nach Potsdam, wie gesagt, da fahre ich ja mit. Urbino 15 heißt das. Ja, so schaut das Teil aus. Wirklich schön. Und hier ist der Bahnhof Werder an der Havel. Okay, so schaut's aus. Gut, so kommt man schön überall rum. Mal gucken, ob dieser Bus auch überall rumkommt mit der Fiona. So Leute, Fiona bereitet sich schon mal vor, es geht gleich los. Der erste Einstieg ist da hinten. Die haben hier einen anderen Drucker als wir. Und aber hier der L-Geber, der kommt euch doch bekannt vor. Hier schaut mal, hier der Entwerter, die fahren auch noch mit Entwerter. Aber Riesenteil, schaut mal Leute. Erste Mal, dass ich mal so einen 15 Meter Bus mitfahre, geschweige denn überhaupt ein Solaris. Ihr habt ja immer gesagt, zeig uns mal ein Solaris, aber woher nehmen, wenn nicht stehlen oder nach Potsdam zu Fiona fahren. So Leute, ich habe gerade noch mal geguckt, also der hat 88 Sitzplätze und 88 Stehplätze, insgesamt 188 Stehplätze. Und ja, wir schauen der Fiona mal so ein bisschen auch auf die Finger, wie sie fährt.
gespannt, wie der Urbino um die Ecken gleich fährt, wenn mal so eine Kurve kommt. Hier kommt jetzt so eine bisschen schärfere Kurve. Kommt gut überall rum. Und wenn ihr das hören könnt, der hat wirklich einen kernigen Sound. Ja, der zieht auch gut ab. Ja, gefällt mir bis jetzt. So Leute, wir sind so langsam schon in Potsdam und vor uns fährt so ein Stadtwerke Potsdamer Bus. Wie ihr gemerkt habt, haben die Farben ganz anders als wie Regiobus hier. Die haben oben richtig grün und weiß und mit Werbung. Und hier muss man natürlich auch auf Fahrräder aufpassen. Jede Menge Fahrräder wieder unterwegs. So, ich kenne mich ja hier nicht ganz so gut aus. Die Fiona sagte mir gerade hier das Gebäude hier Landtag. Und auf der anderen Seite das hier so ein, wie heißt das, Film? Filmmuseum. Filmmuseum, okay. Ja, sieht auch aus wie ein Museum. Doch, jetzt erinnere ich mich, hier war ich schon. Hier warst du schon? Ja, da habe ich Leute abgeholt. Siehst du, wenn ich immer da bin, dann weiß ich das wieder. Doch, hier war ich schon mal. Ist das ein bisschen Spielbank? Ja, ja. Nee, da kommt noch ein Regiobus, der fährt jetzt Werder Bahnhof, da wo wir herkommen, der fährt jetzt dahin. Wundert euch nicht, dass wir jetzt hier drüber fahren. Linienverkehr darf hier lang fahren, damit wir freie Fahrt haben. Sonst müssten wir da an den Ampeln und so hier so stehen. Jetzt kommt noch so ein Sightseeing-Tour. Das ist ein Mercedes 305er, Leute. Schaut mal, so ein ganz alter. Sieht man auch ganz selten. Ja. So, wir befinden uns auf der Zielgeraden zum Bahnhof hin. Wie ihr sehen könnt, ist hier schon so, richtig was los. Dankeschön. Ich steige nachher nochmal aus und werde natürlich dann hier auf Busse warten, die gleich hierher kommen, hoffentlich. So Leute, ich bin jetzt hier angekommen. Hier sehen wir natürlich ein paar richtig gute Exemplare. Hier so ein Lion City, dann haben wir hier so ein MAN Effizient Hybrid. Natürlich hier mit diesen Farben hier grün, weiß und sowas alles. Ja. Und wie ihr sehen könnt, ist auch hier hinten, habe ich gerade noch gesehen, hoffentlich steht da noch da, so ein Capacity. Hatte ich gerade noch gesehen, aber der ist bestimmt schon weg. Ja, das ist überwiegend, was hier so rumfährt. Schön gemischt. Ne, der Capacity ist weg. Der stand nämlich vorhin noch hier. Mal gucken, ob ich den gleich noch irgendwo erwische. Ansonsten ist hier der Hauptbahnhof hier von Potsdam, wie ihr sehen könnt. Da gehen wir natürlich dann auch gleich mal rein und schauen uns das mal an, was es hier so zu sehen gibt. Ich meine, der Capacity ist der hier gewesen. Mal gucken. Das sehen wir aber gleich. Ja. Hier könnt ihr nochmal sehen, hier mit den vier Achsen. 21 Meter Fahrzeug schwenkt aus. Und die haben hier natürlich schöne Straßenbahnen. Auch in den Farben grün-weiß. Jawohl. Hier kommt noch gerade ein Exemplar. Und der Gegenverkehr direkt hier hinter. Das ist hier der Haupteingang hier von Potsdam. Bahnhofspassage nennt sich das. Dann schauen wir mal, was es hier gibt. Oh, man kann oder man muss hier sofort hier so hochlaufen.
oder sich hoch befördern. Ich befördere mich mal hoch eben. Wie ihr sehen könnt, haben wir hier wie überall eine schöne Tafel, wo wir alles erkennen können, wer wo was fährt. Auch sehr schön und modern, so wie es hier ausschaut, könnt ihr sehen. Natürlich überall mit Essen, Trinken, Taschenparadies, Subway. Und hier geht es hier runter zur S-Bahn, so wie es aussieht. Berlin-Friedrichshain und so, ne, Regiobahn. Ja, die haben wohl zwei Stationen, einmal hier vorne, unten geht eins und eins, denke ich mal, da hinten. Mal gucken, ich guck mal, dass wir irgendwie uns zurechtfinden hier. Da gibt es auch die S-Bahn, steht da drauf, der Kundenzentrum. Ja, hier kann man zum Beispiel hier Tickets kaufen. Und S-Bahn-Linien sind hier ausgeschildert, S6, S7 und sowas alles kann man hier so sehen. Aber uns interessieren ja die Züge Richtung Berlin-Ahrensfeld. Im Moment sehe ich nur S-Bahn. Ich nehme euch mal weiter mit. Das erinnert mehr an so eine Einkaufspassage als so einen Bahnhof. Ja, zum Landtag geht es da lang. Dann war tatsächlich die Regiobahn, was ich gerade gesehen hatte, wo man runterlaufen musste, wie man hier wegkommt. Ansonsten ist hier nicht allzu viel zu sehen. Da hinten sehe ich noch so eine Sightseeing-Tour, kann man damit machen. Ja, ne, wir wollen ja Züge sehen. Das heißt, wir gehen wieder auf die andere Seite und laufen mal runter. Das hier ist auch übrigens interessant. Da können wir auch gleich mal sehen, wie ein Kinderwagen davon Gebrauch macht. Oder wenn ihr zum Beispiel mit Rollstuhl seid, anstatt da die Treppe, kann man hier einfach sich hier hinstellen und man wird über diese Stufen sozusagen befördert. Oder man kann auch mit so einem kleinen Aufzug hier die halbe Etage, sage ich mal, hier hochgefahren werden. Es gibt wohl tatsächlich nur die 2 und die 4, kann man hier sehen, nach Berlin-Friedrichshain, Frankfurt oder Eisenhüttenstadt. Wir laufen einfach mal runter. Von hier oben kann man schon was sehen. Ja. Scheint aber nur ein kleiner Bahnhof zu sein, so wie es aussieht. Mit ja, 2 Gleisen. Hier gibt es wohl nur Regiobahn, RB. Ja. Und die nächstgrößere ist ja eben halt Berlin. Aber Berlin hatte ich euch ja, glaube ich, schon mal gezeigt. Und da kann man dann natürlich umsteigen zu den Fernzügen. Mit den ganzen IC, ICE und sowas alles. Der Kollege, der macht sich jetzt hier, glaube ich, bereit zum Abfahren, denke ich mal. Vielleicht sehen wir ja noch einen, wenn er gleich reinkommt. Aber das sind hier ganz normale Regio-Züge, muss ich ja schon sagen. Ja, so eine Modellreihe habe ich nicht gesehen. Aber die Trainspotter, die wissen natürlich, was das für einer ist. Mal gucken, vielleicht kann ich den noch von vorne filmen. So sieht das aus hier, Potsdam Hauptbahnhof. Also nichts Dramatisches, nichts Großes. Und das ist hier unser Regiozug, wo wir nicht einsteigen sollen. Nicht einsteigen. 15.25 Uhr fährt der erst, deswegen vielleicht. Und aber auf der anderen Seite müsste jetzt gleich 43, meine ich, gelesen zu haben. 14.43 nach Berlin. Friedrichstraße, das sagt uns doch was. Ja, mal gucken, von welcher Seite er kommt. Vielleicht schaffen wir noch, den aufzunehmen. Leute, hier kommt noch was Altmodisches, aber das ist hier die S-Bahn. An die Farben kann ich mich nur erinnern, wo ich mal in Berlin und so war, Spandau oder wo war das? Irgendwo war ich ja schon mal. Und da bin ich auch hier mit so komisch farbenen kleinen die sehen irgendwie ein bisschen komisch aus, mit denen auch schon gefahren. Ja. Da kommt noch einer, der ist, glaube ich, ein bisschen moderner oder frisch lackiert. Schaut mal. Der kommt gleich hier rangefahren, da ist er. Ja. Neueres Modell, denke ich mal. Aber sieht doch ein bisschen komisch aus, oder? So, und das, was ich erwartet habe, kommt jetzt hier auf der Seite auch. Wartet.
Der hält aber ganz da hinten an, ist aber der gleiche Zug, was hier rechts steht, müsste auch der gleiche sein. Wie gesagt, der fährt jetzt weiter nach Berlin. Und ich laufe mal wieder hoch, gehe auf die andere Seite, um zu schauen, welche Busse gleich da noch ankommen. Wenn man hier hochkommt, dann kann man sich hier direkt orientieren. Ausgang Landtag oder Ausgang Friedrich-Engel-Straße, Reisezentrum und natürlich zum ZOP, wo wir ja vorhin auch schon mal waren. Hier nochmal ein Blick von hier oben, wo die Straßenbahnen und die Busse abfahren. Ja, brauchen die Leute gar nicht so viel laufen, wenn sie vom Zug aussteigen. Können sie direkt hier einsteigen und weiter fahren. Aber das haben die auch sehr schön gemacht hier. Wie ihr sehen könnt, 3, 4, 5, 7, alle Spuren mehrfach belegt. Ne? Alle Linien fahren dementsprechend dann auch ab. Verschiedene Linien, 611, 614 und so weiter. Und jetzt ist hier rot. Die Berliner haben ja andere rot mit diesem Mannequin, mit diesem Hut. Weil hier gleich der hier kommt, der Kollege hier, haben wir hier rot. So, den haben wir ja aber gerade schon gesehen. Wir laufen weiter zu dem Pausenplatz, wo die Busse dann ihre Pause machen und dann hier einsetzen können. Wie ihr gemerkt habt, dauert so eine Fahrt fast 40, 45 Minuten. Jetzt von Werder hieß das da, glaube ich, bis hier vorne zum Potsdam. Und wenn man das dreimal gemacht hat, denke ich mal, hat man auch schon Feierabend. Ja. Hier noch so ein Solaris, aber da ist ein normaler Solaris mit einem normalen Gelenkbus. Aber das, was die Fiona gefahren hat, das gibt es, glaube ich, ganz selten mit drei Achsen. Der steht da hinten, macht die Warnblinkanlage an. Ein Zeichen, dass ich einsteigen kann, soll, weil wir gleich Abfahrt haben. Dann werde ich wieder zurückfahren. Jawohl. Der Gelbe, der tanzt ein bisschen aus der Reihe hier. Keine Ahnung warum. Der hat ganz andere Farben. TF, PM, auch verschiedene Kennzeichen und so. Ja, aber ansonsten haben die hier auch sehr schöne Busse. Hier bei dem Solaris Urbino 15 kann man sehen, man soll 1,40 Meter Abstand halten, weil der schwenkt tatsächlich 1,40 Meter. Das ist ungefähr schon von hier bis zum Strich wären 1 Meter bis hier vorne hin, vom Fuß bis hier vorne schwenkt er aus, wenn man den komplett einschlägt. Ja, aber gut in Schuss und kommt gut über die Kurven. Haben wir noch so ein Exemplar, auch ein Urbino 15, steht auch extra drauf, schwenkt aus, damit man drauf aufpassen muss, wenn man daneben steht oder so, ja, dass man niemanden mitnimmt. Linie endet hier, aber die fängt auch gleich auf der anderen Seite, wenn wir hier rausgefahren sind, auch wieder an. Ich hatte euch ja gerade gesagt, hier die Farben, die kenne ich nicht, aber die Fiona, die weiß natürlich, wozu die Farben unterschiedlich sind. Hallo. Genau, also wir haben jetzt im Endeffekt hier im Endeffekt den Platz, wo sehr, sehr viele Verkehrsunternehmen zusammenkommen. Ja. Wir haben hier ganz viele unterschiedliche Verkehrsunternehmen. Diese Busse mit dem dunkelgrünen und dem weißen Farbspektrum, ja. Das sind die im Endeffekt von der WIP, also das ist so das Stammverkehrsunternehmen in Potsdam, was auch hier ansässig ist. Ja. Und alle Busse, die irgendwie so neongrün, hellgrün sind mit weiß und blau, das ist im Endeffekt meine Firma Regiobus. Ja. Wir fahren auch sehr viel in Potsdam rein, auch nach Potsdam raus, in alle möglichen Richtungen. Ansonsten haben wir aber auch noch ein anderes Verkehrsunternehmen, ja. Die haben auch dunkelgrüne und weiße Busse. Das nennt sich dann Günther Anger. Aha. Und wir haben auch noch den VTF, das ist der Verkehrsverbund Teltow-Fleming. Die kommen auch nach Potsdam rein. Da kommt sogar tatsächlich gerade ein Bus um die Ecke. Ja, dahinter stand eins mit TF-Kennzeichen. Genau, genau, das war richtig. Den erkennt man daran, der ist weiß, dunkelgrau und gelbe Farbe. Ja, ja, ja. Also da wusste ich vorhin nicht, deswegen habe ich gesagt, fragen wir mal eine Expertin. Genau, das sind im Endeffekt so die Verkehrsunternehmen.
Ja, super. Und du hast, glaube ich, jetzt auch gleich Abfahrt. Genau. Dann leg ich mal los, da kannst du mich wieder zurückfahren, genau, mit dem schönen mal, Schiff. Bringen wir mal den Mehmet wieder heile zu seinem Auto. Versuch mal. Genau. So Leute, dann verabschieden wir uns hier so ein bisschen von Potsdam. Eine schöne Busparade nochmal, wie die hier Pause machen. Der Kollege ist noch Butterbrot am Essen da. Ja, jeder verbringt hier so seine Pause. Und ihr wisst ja, wenn ich Pause mache, drehe ich YouTube-Videos für euch. So Leute, wir sind wieder zurück am Bahnhof, wo wir auch gestartet sind. Und ja, vielleicht kann ich euch den kleinen Bahnhof hier auch noch mal ein bisschen vorstellen, wenn wir gleich leer sind. Mal schauen. So Leute, das Video ist zu Ende. Ich hoffe, das hat euch Spaß gemacht. Die Fiona, die hat wirklich auch super gefahren. Das muss man mal wirklich sagen. Und wir haben viel von Potsdam gesehen. Bei dieser Gelegenheit bedanken wir uns natürlich bei Fiona. Dankeschön, Fiona, dass du mich mitgenommen hast. Danke, lieber Mehmet, dass du dabei gewesen bist. Freut mich sehr. Ja, gern geschehen. Und ich wünsche dir weiterhin gute Fahrt. Man sieht sich in einem anderen Video oder so wieder. Klemm mich nur nicht in der Tür ein. Ich bin schon weg. Perfekt. Ciao. Gut nach Hause. Tschüss. Danke.